Hallo, meine lieben Freunde, ich begrüße euch zurück zu einem neuen Part von Mario & Luigi Dream Team Bro. Ja, ich bin wieder zurückgekommen, es ist nichts Spannendes passiert, was ich gemacht habe. Wir haben eigentlich nur zwei, drei Gegner besiegt, aber viel ist nicht rumgekommen. Aber jetzt werden wir gucken, was mit dem Traumstein ist. Aber erstmal holen wir uns die Bartbohne. Ist hier auf der anderen Seite noch was? Wir wollen ja alles erkunden. Da oben ist ein Item, aber wie komme ich da hin? Doch keine Verbindung zu. Naja, egal, dann gehen wir erstmal hier lang. Und gucken uns an, was mit dem Traumstein ist. Und wo ist der? Was ist denn? Hier ist nichts. Was ist hier los? Wohohoho. Oh Gott. Ihr kommt zu spät hier aus, jetzt Klempner. Oh, na toll. Nein, das ist der Traumstein. So trifft man sich wieder, Prinz Traumbert. Der Finsterstein konnte ich ja nicht stehlen. Also werde ich mich mit dem Traumstein begnügen. Noch einmal besiegst du mich nicht. Na toll. Antasma, du Feigling. Ah. Ziemlich starker Abgang, das muss man ihn lassen. Schnell, ihn hinterher. Ganz ruhig, mein Prinz, Sie dürfen nichts überstürzen. Wir wissen ja noch nicht einmal, wohin sie überhaupt geflohen sind. Jetzt wo du es sagst. Wir müssen nach Hinweisen suchen, nur so können wir sie finden. Hä? Das Leuchten? Ist das hier nicht eine Traumzone? Schau mal, hier hat der Traumstein gelegen. Die Stelle hier ist ganz kleine Traumzone. Keiner checkt was. Eine was? Eine Traumzone. Traumzonen sind Orte, an denen Träumer eins mit ihren Träumen werden. Auf der ganzen Insel findet sich diese Traumzone an verschiedenen Orten. Wenn wir in der Traumzone erschlafen, bekommen wir vielleicht, was wir so dringend brauchen. Ein Hinweis auf den Ort, an dem wir den Traumstein finden können. Wir suchen also in der Traumwelt nach Hinweisen? Genau. Das ist dein Auftritt, Luigi. Nutze mich als dein Kissen und tritt die Reise in die Traumwelt an. Ich hoffe nur, du sabberst nicht im Schlaf. Ah ja, okay. Schon wieder sehr strange. Viel Erfolg, Mario. Ah ja. Sehr interessant. Okay, wieder mal auf in die Traumwelt. Was wird uns hier erwarten? Aber ich schätze mal, es wird ein größerer Bereich sein. Kann ich mir zumindest so denken, wie das hier aussieht. Es ist richtiger Boden, okay. Also Stein. Ja, wir dürfen ja auf jeden Fall eine Menge hier erleben. Das sehe ich jetzt schon. Das könnte ein großes Gebiet sein. Also stellt euch darauf ein, wir werden jetzt hier etwas länger wohl in der Traumwelt sitzen. Ich freue mich jetzt schon. Auf jeden Fall erstmal nochmal speichern. Das ist natürlich immer wichtig. Der Traumstein ist nicht mehr an seinem Platz. Besuche die Traumwelt und finde den Ort, wo der Traumstein vorher war. Vielleicht findest du wichtige Hinweise. Das tun wir auch. Aber erstmal müssen wir uns jetzt hier zurechtfinden. Oh, hi. Der nächste Kampf. Welche Überraschung. So, und erstmal mit schön neuem Orden ausgerüstet. Da haben wir auch schön neue Orden gekauft. Ach, das... Boah, ich dachte, das wäre schon wieder zu früh, dass ich gesprungen bin. Aber hat geklappt. Ja, jetzt diesmal nicht. Naja, egal. Einmal Schaden genommen. Ist auch nicht schlimm. Dafür kriegen die alle einen drauf. Und für uns gibt es wieder einen Superbonbon. Ach, das waren drei. Ich dachte, das wären nur zwei. Naja, egal. Sind es halt eben jetzt weg. So. Ich wollte jetzt nicht mehr richtig mich anstrengen. Muss man ja auch nicht. Musste meine Jahre auch nicht. Okay, da haben wir wieder so einen Bohrer. Oh! Oder ein Attackenfragment. Das erste der Traumnickerchenwüste. Na toll. Kein Erstangriff. Schade.
Das weiß ich jetzt, wie das geht. Schöner Toll. Boah, was geht denn jetzt ab hier? Die ganzen Tolltreffer. Finde ich gut. Wie Traum-Luigi abgeht. Na, das war zu spät. Ja, ist doch nichts dabei hier. Manchmal stelle ich mich schon ein bisschen art, finde ich. Boah, wäre das geil, wenn wir bald unsere... Wenn wir bald uns um 50% wieder heilen können. Durch einen Orden. Und dann ist direkt in einer Runde. Mit Angriff. Wäre schon genial. Moment mal, war hier unten eigentlich noch was? Nein, okay. Dann können wir weitergehen. Man will ja alles hier erkunden. Erkunden, erkunden, erkunden. Obwohl ich das nicht mag. Und ich sehe gerade, ich hatte noch den 3D-Effekt an. Gut, das merkt man natürlich nicht, aber... Weil ich mal gucken wollte, wie das in 3D aussieht. Und ich muss sagen, das sieht genial aus. Okay, dann haben wir nichts mehr. Dann nochmal eben die ganzen Münzen einsammeln. Münzis. Und jetzt abspringen. Wir haben im letzten Part eine Menge ausgegeben durch die Orden. Oh. Hi. Das hier ist der Geist des Traumsteins. An dieser Stelle befand sich der Traumstein. Und weil das hier der Traum... Weil das hier die Traumwelt ist, ist sein Geist noch immer da. Zum Glück haben wir ihn gefunden. Oh, lief ja ganz leicht. Vielleicht kann er uns sagen, wo der Traumstein ist. Hä? Ach du! Was seid ihr denn für Komiker? Ihr seid wohl aus der Wachwelt, was? Ja, sieht so aus. Wie schön für euch. Ihr wollt wissen, wo der Traumstein ist? Okay. Okay. Ich sag's euch. Nicht. Oh Gott, doch auf, ey. In der Wachwelt hat sich irgendjemand mit dem Traumstein aus dem Staub gemacht. Deshalb fühle ich mich irgendwie groggy und etwas gereizt. Ich brauche jede Sekunde Schlaf, die ich kriegen kann. Es tut mir so leid, dass ich keine Zeit habe, euch zu helfen. Ich sag's euch nicht. Ihr braucht gar nicht auf den Gedanken zu kommen, mir zu folgen. Aus mir kriegt ihr kein Wort. Oh mein Gott, muss das sein? Oh, da ist schon wieder der Luigi da. Das Luigi-Sternbild. Das hätte besser laufen können. Aber wir haben keine anderen Anhaltspunkte. Wir müssen diesen Geist zum Sprechen bringen. Ja, das klingt auf den ersten Blick leichter, als es dann ist. Naja, wir haben ja keine Wahl. Also ab geht's in diesen Weg hier und weiter mit den Stangen. Mit den Bohrern, besser gesagt. Nachdem Luigi sich da dran festhält. Und Besitz von denen ergreift. Und Mario sich jetzt um den kümmert. Natürlich mit Luigis Hilfe. Oh, auch wieder der Bomb-Op. Dingsbums-Roboter da. das war jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Ich wollte eigentlich auf den Bomb-Op gehen. Na toll. Okay, er macht immer die Attacke. Mit der komme ich etwas besser klar. Ja, mit der komme ich besser klar als mit den anderen. Wow, das war auch gut. So, jetzt aber die Bombe. Und leider ist alles in seiner Umgebung schon besiegt. Ich glaube, nur die beiden hinteren da, die werden besiegt werden. Aber die anderen... Na, wobei, jetzt sowieso gar keiner mehr. Ja, doch einer. Interessant. Und ein Geisterkeks. Und zum Glück ist er jetzt oben genommen. Hätte er rechts genommen, dann hätte ich den vielleicht nicht mehr gekriegt. Was soll's. Mach's gut. Und du auch. Und da füllt sich schon wieder unsere Kasse mit Erfahrungspunkten und Geldmünzen. Ja, aber jetzt dürfen wir wieder etwas hochklettern, andere Richtung. Ja, so geht's auch. Ich hatte jetzt zwar nicht gedacht, aber Moment mal. Zwei Gegenden, aber ich sehe gerade noch, hier gibt's noch Attackenfragmente. Deshalb bleiben wir erstmal hier.
sammeln die Münzen ein, gehen jetzt hier wieder zurück. Da seht ihr schon rechts ein Attackenfragment, aber auf der Seite ist auch eins. Und da springe ich jetzt gerade voll daneben. Genau wie jetzt auch. Das habe ich irgendwie nicht so raus mit diesen Bohrern. Ich finde das auch irgendwie blöd, dass man das mit dem Touchscreen steuern soll. Boah, ey. Das ist... Ich weiß, man kann da total lachen drüber, aber ich kann es einfach nicht. Ich kann es nicht. Ich komme da nicht drüber, ey. Ey, das ist doch nicht wahr. Na also. Aber das muss ich jetzt schon wieder schaffen. Boah. Nein. Oh, Mensch. Zehn Jahre später. Das gibt's nicht jetzt. Das gibt's nicht. Ja, immerhin das eine schon mal geholt. Okay, noch 8. Das war jetzt aber nicht das, was ich wollte. Jetzt kommt... Nein! Oh Mann, warum springt immer viel zu weit? Oh... Immer viel zu weit, das gibt's doch nicht. Yes! Nach einer halben Ewigkeit haben wir das dritte Attackenfragment. Alter. So, jetzt ganz nach oben. Und da geht's nicht weiter. Wir müssen da rein. Oder Moment mal. Es gibt zwei Eingänge. Na, vielleicht ist das sogar ganz gut, dass sie den oberen genommen haben. 5 Coins. Nein, das war nicht gut, dass wir den oberen genommen haben, weil hier unten ist noch ein Attackenfragment. Und das heißt, ich darf gleich hier wieder rumklettern. Oh, und ein Gegner. Ja, wie gesagt, wir werden hier noch ein bisschen länger in der Traumwelt hier verbringen, das weiß ich jetzt schon. Boah, schön, die ganzen Morgensterne. Das war jetzt nicht gut gekontert, ich gebe es zu. Hab mich wohl das gerade mit diesen komischen Bohrern ein bisschen strangiert. Ja, dafür war der Kampf aber nicht gerade sonderlich schwer. Nur einmal mussten wir angreifen. Aber wir kommen ein Level up. Level 15. So. KP wäre eine Möglichkeit. PP. Angriff eher weniger. Verteidigung spricht mich auch an. Ne, wir nehmen die Geschwindigkeit. Oder was sagen Bart? Aber ich denke mal, wir werden Geschwindigkeit nehmen. Ja, wir nehmen Geschwindigkeit. Yes, eine 4. Sehr schön. Wunderbar. Wobei das eigentlich Geschwindigkeit ein Wert ist, der eigentlich sinnlos ist. Mehr oder weniger, aber egal. Viertes Attackenfragment aus der Traumnickerchen-Wüste. Gut. Vielleicht kriegen wir auch noch in diesem Part zumindest die Hälfte zusammen. Das wäre geil. Und ich bin auch so blöd. Oh, immerhin. Immerhin. Immerhin konnte ich gerade noch Luigi's Ion aktivieren. So, wir drehen einfach ganz stark nach oben. Yes, gut.
So, wunderbar. Perfekt. So, jetzt können wir hier weitergehen und uns um den ersten Gegner kümmern. Cool, wie das immer als eigener Erstangriffe zählt. Finde ich echt genial. Und auch, dass wir die nötige Schnelligkeit haben, um direkt selbst zuerst anzugreifen. Denn somit hat die Bombe auch keine Chance mehr. Oh, die ganzen Geschenke. Geisterkeks, Superpilz und noch ein Geisterkeks. Was bringt eigentlich der Geisterkeks? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Das sind alles solche Items, die ich finde, wo ich frage, wozu man die überhaupt, wozu es die gibt. Aber werde ich schon gleich nochmal wissen. Und Luigi steht auch kurz vor einem Level up. Was gut ist. So, was bringt jetzt nochmal der Geisterkeks? Immunisiert gegen Schäden für dein Ausweichtiming. Ach so. Ja, das ist echt unnötig. Wenn ich ehrlich bin, also das ist... Nee, das braucht man eigentlich nicht. Wenn ich ehrlich bin, das ist wahrscheinlich, um zu üben, dass man die besser ausweichen kann. Und übrigens haben wir hier das fünfte, also haben wir die Hälfte. Wie gesagt, das ist halt dazu, dass die dann halt weniger Schaden machen oder so. Aber wie gesagt, ich finde, das ist ein Item, das braucht man ehrlich gesagt nicht. Die werde ich wahrscheinlich bald verkaufen, wenn wir bei einem Itemladen sind. Wie dem auch sei, wir werden uns jetzt erstmal um wieder die Bombe kümmern, damit die schön viele von diesen Dünen in den Tod mitschickt. Wobei das nicht mehr viele sein werden. Nochmal eine extra Kugel. Naja, doch, es waren ja einige. Sehr schön. Ja, das haben wir jetzt raus hier. Die können uns hier gar nichts mehr. Die ganzen Gegner hier. Und Level Up für Luigi. 15. 5 bei KP, Luigi. Nicht schlecht. Nicht schlecht, mein Bester. Nein. Nein, sagte ich. Ah, Angriff ist eine 4 bei ihm. Aha. Wir erhöhen den Bartwert, habe ich mich entschieden. Obwohl das nicht so wahnsinnig super ist. Aber wir probieren unser Glück. Und haben eigentlich ganz gutes Ergebnis erzielt. 3 ist gut. Es gab zwar auch eine 4, aber 3 ist auch gut. 3 nehme ich auch gerne an. Okay, da ist noch einer. Komm ruhig mal her, dann kann ich schön auf dich draufspringen. Alles schön abgewartet. Ist es eigentlich so, dass Luigis KP irgendwie draufgerechnet werden auf Marios in der Traumwelt? Sieht, finde ich, irgendwie so danach aus. Na, das war jetzt zu früh, aber das macht nur noch 3 Schaden. Ist ja lächerlich. Ist doch lächerlich. Ja, die können eigentlich gar nichts mehr, die Gegner, muss man so sagen. Also, das ist einfach nur lächerlich. Einfach nur lächerlich. Okay, war hier jetzt noch was? Ne, das ist wahrscheinlich nur, um wieder zurückzukommen. Okay. Aber hier geht es natürlich weiter und deshalb gehen wir auch weiter. Ah, schon wieder Bora. Ah, nee, das andere Luigi-Sionsobjekt, okay. War das nicht das mit diesem riesigen Turm? Oder kommt er jetzt noch? Oho, noch ein legendäres Luigi-Sionsobjekt. Traum, Luigi, möchtest du nicht mehr probieren, dort hineinzufahren? Ja, das ist der Turm. Soll ich erklären, wie das funktioniert? Nicht nötig. Gut. Ja, ich weiß nicht. War das schon? Ja, doch, waren wir. Hier können wir springen. Und natürlich auch Schalter betätigen. Und die ganzen Gegner sind natürlich auch kein Problem mehr, weil wir die jetzt einfach weghauen. Haha, die haben keine Chance, die ganzen Gegner hier. Oh. Ob das gut war, weiß ich nicht. So, hier, die können nämlich so runterfallen. Aber hier möchte ich direkt in einem runter.
Ob das so gut ist, was wir hier machen, weiß ich nicht. Aber hier ist das gut. Hier können wir nämlich diesen Schalter drücken. Ah, dann halt müssen wir das von hier machen. Okay, machen wir es von hier. Habe ich auch kein Problem mit. Und da geht diese Plattform hoch. Aber wir müssen auch noch die andere dazu bringen. Nein, ihr sollt schon da hochspringen. Von hier. Nee, nur noch einen runter. So, ja, das klappt. Dung, dung. Wie das eigentlich geht, wie das eigentlich geht. Das macht eigentlich total keinen Sinn, aber... Ja, danach Sinn zu fragen, ist natürlich eine andere Sache. Die unteren, die müssen so viel Gewicht aushalten. Das ist nicht der Normale. So, und um diesen Block zu erwischen, gehe ich jetzt erstmal aus dem Luigi-Sionsobjekt raus und wir haben die Revanche-Hose. Okay. Was bewirkt die Ausrüstung? Die Revanche-Hose. Wir haben auch noch die Münzstiefel bekommen, erhöhen die Anzahl der Münzen, die du von... Oh, das ist geil. Das ist sehr geil. Die kriegt Luigi. Gut, zu wissen, die erhöhen nämlich unseren Angriff. Und dann haben wir jetzt noch die Revanche-Hose. Gelegentlich erleidet ein Gegner ebenso viel Schaden, wie es dir zugefügt hat. Interessante Sache, wenn ich ehrlich bin. Wirkt ja was bei Luigi. Ja, bei Luigi würde die Verteidigung erhöhen, dann kriegt Luigi die. Gut. Passt ja richtig. Ach, ich glaube, das brauchen wir nicht mehr, ne? Müssen wir jetzt nicht mehr aktivieren, ne? Nee, müssen wir nicht mehr aktivieren. Auf in die Röhre. Aber der Spaß geht direkt weiter. Dann machen wir das auch direkt. Was sagt eigentlich die Karte? Oh, da haben wir noch eine ganze Menge vor uns. Das kann ich euch schon sagen. Aber ich guck vielleicht, dass ich in diesem Part noch zu diesem Traumstein komme. Wie soll ich das machen? Das geht doch gar nicht. Ja, dann gehen wir erstmal weiter. Ich glaube, das soll auch gar nicht gehen. Auf jeden Fall können wir aber diesen Schalter hier drücken, das ist klar. Ach so, ja, okay. Aber ich schätze, da komme ich jetzt nicht mehr mit einem Sprung hoch. Da muss ich jetzt den Turm aufheben. Ja, da muss ich ihn aufheben. Dann machen wir das auch direkt und gehen dann wieder hier hoch. Der Luigi-Turm. So. Können wir jetzt hier hoch. Alle Gegner weghauen und dann können wir weiter. Die Münzen hier alle einsammeln. Gegner wegkloppen. Geil. Einfach nur genial. Ah, und hier müssen wir jetzt den Turm aufheben, denn sonst kommen wir nicht mehr weiter. Okay. Ach, ich glaube, wir sind beim Traumstein, ne? Ja, wir sind mal Traumstein. Hi. Hello. Na toll, Onkel Schnauze und Captain Schnorre sind zurück. Habt ihr nicht Besseres zu tun? Ich will meine Ruhe. Meine Haut ist schon ganz trocken von dem ganzen Stress. Es ist ein Notfall, es geht um Leben und Tod. Verstehe. Die Lage scheint ja wirklich ernst zu sein. Ja, ja. Ich sag's euch. Nicht. Oh Gott, ich glaube, das wird nichts mehr bei dem. Klappe zu, Hase tot. Oh, so müde. Gute Nacht. Oh, meine Güte. Ja. Das heißt dann wohl, wir müssen hier weitergehen. Man bringt das was, der Turm hier? Nö, irgendwie so gar nicht. Naja, wie gesagt. Was wir hier noch weiter erleben, das sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Dann sehen wir uns zurück bei Mario & Luigi Dream Team Bro. Bis dann und tschüss.